Hallo! Hallo! Jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's gruselig. Spooky Games, ja? Wir sind zwei Piranhas und wir unterhalten uns heute über Gruseln. Wir gruseln uns sehr gerne. Wer nicht? Oder? Ich grusel mich gerne. Du gruselst dich gerne. Ich grusel mich nicht gerne. Ja, aber mir geht's... Ne? Ach so. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Schizophren. Also... Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, magst du Gruseln in Games und was war dein gruseligstes Erlebnis? Und die haben Folgendes gesagt. Ich sag mal so, ich grusel mich eigentlich nicht so gern, es geht mit einer Weile. Also durch Phasmophobia und dann habe ich halt auch Little Hope und sowas alles gespielt. Ich habe auch Outlast gespielt. Oh, mein gruseligstes Erlebnis, ich glaube, das war wirklich schon... Ich weiß nicht, ob es als Kind zählt, aber ich habe mit 11 Jahren mit Freundin zusammen, oh nee, ich war noch jünger, 10, zusammen Freddy's New Nightmare gesehen und irgendwie war das hat mich geprägt. Nee, ich mag mich eigentlich in Spielen nicht unbedingt gruseln. Also ich bin auch so gar kein Horror-Genre-Mensch. Also es ist schon okay, wenn mal eine gruselige Stelle kommt oder sowas wie Little Nightmares zum Beispiel, das geht auch. Ja, ich mag mich gerne gruseln. Ich bin da immer noch relativ bei Resident Evil, also diese Resident Evil, diese Demo von dem Village-Gedöns, also das konnte ich nicht... Das konnte ich nicht alleine spielen, es war mir aber zu unheimlich. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, wer das Spiel macht, bei dem ich mich gruseln kann, dem tue ich einen aus. Ich würde super gerne, aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich spiele jetzt gerade nochmal Alien Isolation, das ist ein richtig tolles Spiel. Und da mag ich das ganz gerne, das ist ja so ein geiler Retro-Sci-Fi-Grusel, finde ich super. Also ich mag Gruseln in Spielen eigentlich nicht. Seitdem ich streame, macht es aber sehr viel Spaß, weil das Erschrecken irgendwie zu unglaublich coolen Publikumsreaktionen führt. Seitdem habe ich das schätzen gelernt, das auch zu spielen. Ich bin eine Person, ich bin super ängstlich. Ich habe einmal Half-Life gespielt und ich habe mich dabei erschreckt, als ein Fenster zersprungen ist. Und das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Davon gibt es leider auch einen Clip. Auf Twitch, das ist super schlimm gewesen und das hat für mich alles kaputt gemacht. Ich bin, was so Gruselspiele angeht, bin ich ein richtiger Schisshase. Und der gruseligste Moment, den ich hatte, war tatsächlich bei Layers of Fear. Bin ich durch so einen dunklen Flur gelaufen, überall aus den Wänden strömte Blut und im Hintergrund war Hundegebell. War eine unglaublich spannende Situation. Und in diesem Moment hat meine Frau sich einfach um den Greenscreen herumgeschlichen und hat mich erschreckt. Mich so erschrocken, dass ich fast vom Stuhl gefallen wäre und ich habe mein Headset durch die Gegend geschmissen. War irgendwie schon ein bisschen heftig. War auch wirklich nah an der Herzattacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fängt es schon an. Wenn es schon geht um Gruseln. Nee, ich bin mehr so dieser Reality-Typ. Und jetzt mit Gruseln, das ist für mich meist verbunden mit völlig irrealen Vorgängen. Und nee, kann ich gar nicht mit. Also ich gucke mir auch keine Horrorfilme oder sowas an. Ist für mich verschwendete Zeit. Genauso mit Spielen, die sich damit beschäftigen. Ist nichts für mich. Aber mein gruseligstes Erlebnis stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe es schon verdrängt, weil es so gruselig war. Es ist einfach PT, also hier von Konami. Also ich weiß nicht, das Spiel, das hat mich echt lang verfolgt und ich habe es echt geschafft dabei, als ich habe mich so erschreckt, dass ich den Controller aus der Hand geworfen habe. Also war schon krass. Wenn es dann aber wirklich in die Horrorrichtung geht, dann wird es für mich ganz, 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 ganz furchtbar und ja, also die gruseligste Erlebnis in Computerspielen, das machen dann die Spiele selbst. Also ich habe zum Beispiel die Outlast 2 Demo gespielt, das hat mir so ziemlich den Rest gegeben. Ja, und was war dein gruseligstes Erlebnis? Also es gab einige, da bin ich voll gestresst gewesen. Aber mein aktuelles Waterloo, was ich auch mit am schlimmsten finde und noch nicht aufgegeben habe, ist Visage. Ja. Und es gab halt eine Szene,
da tötet dich ein Geist im Keller. Also eigentlich muss er dich wahrscheinlich nicht töten, aber ich habe mich so doof in diese Kellerecke verfranst, weil ich irgendwie so dringend ein Licht gesucht habe, dass ich bis in die hinterste Ecke und jetzt komme ich da nicht mehr raus. Und aus lauter Stress bin ich auch, jetzt traue ich mich auch nicht mehr anzumachen, so gerade. Mhm. Ja, das fand ich ganz furchtbar. Finde es ganz furchtbar. Also, was ich total gruselig fand damals, das war Doom. Doom 1. Das fand ich gruselig. Wow. Ja. Und da wurde mir auch schlecht. Da hatte ich diese 3D-Sickness-Gedöns. Ja? Habe ich mir einen PC gekauft damals. Und Doom 1 fand ich wirklich gruselig. Ne? Weil man will ja nicht draufgehen. So, wow, sagt sie. Ja, der Pixelbrei. Willst du mich verarschen? Ja, heute sind die Spiele halt ein bisschen anders. Ne? Und damals war das schon, fand ich schon krass. Vor allem Gruseln kommt ja viel über den Sound. Mhm. Na? Das heißt also, die Bilder sind gar nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal irgendwie Horrorsituationen in Spielen oder irgendwie sowas mal auf dem Bildschirm angeguckt habt, während der Ton aus war, wo irgendwelche Leute da zu sehen sind, wo man sagt so, was haben die denn für Extreme, ja? Und dann macht man den Ton an und dann denkt man, ah, okay, ne? Vor allem Kumpel von uns, mit dem haben wir Conjuring und Insidious geguckt, mehrere Teile davon. Und der hat so eine Soundanlage, ja, wo irgendwie, kennt das, vorne irgendwie die Stimmen sind total leise, ne? Und dann musst du hinterher, wer die gesagt und so, und von der Seite kommt dann auf einmal die Musik. Tada! Ne? Also da kriegt man schon. Oder bei diesem Dolby Surround-Gedöns irgendwie, wo dir dann einer hinten in den Nacken atmet, weißt du so. Ja. Und dann spielst du dann Phasmophobia in VR. Ja, vielen Dank. Da stehe ich dann da, weißt du, mit meiner Kamera. Wann kommt der Geist? Wann kommt der? Der kommt doch bestimmt gleich. Ah, weißt du? Also das finde ich schon ziemlich spooky. Ja. Das würde ich aber auch nicht machen. Ja, sie würde es nicht mal machen. Und ich mache es auch nicht mehr. Also ich spiele das wohl. Aber ich finde das schon echt krass. Mhm. Also ich habe auch eine Runde in VR gespielt, aber in dieser Runde warte ich dann nicht, bis der Geist kommt. Und schon gar nicht, dass er jagt oder sowas. Nein. Ne? Ja. Also ich habe da schon so meine Momente gehabt. Gerade Here They Lie. Ne? Oh, das war auch furchtbar. Ging nicht. Das war auch schlimm. Here They Lie ist ein krasses Spiel. Also da kannst du, ja, selbst mit Geräusche, ohne Geräusche, also ich fand das schlimm. Da geht irgendwie das Fenster auf und das Ding brüllt dir ins Gesicht und Alter, krass, ja. Also die haben einen guten Job gemacht bei dem Spiel, aber das ist einfach nicht mein Spiel. Es ist zu krass. Mhm. Auf der anderen Seite, so ein bisschen Grusel ist cool. Weil ich spiele auch gerne Skyrim in VR und die Drauge, die, wenn du da in diese komischen Katakomben gehst, da unten und so, nur mit Pfeil und Bogen und dann steht dann so ein Typ aus einem Grab. Oder bei Fallout 4, wenn die Zombies, hätte ich jetzt gesagt, die Ghule kommen, ja. Alter, das ist schon krass. Aber das ist noch nichts gegen diese Spiele, die da wirklich drauf aus sind, dich zu erschrecken. Die schaffen das natürlich auch. Ne? Und das ist natürlich schon so ein Ding, da fragt man sich, warum macht man das eigentlich, oder? Ja, es gibt ja auch Spieler, die sind halt so unterschiedlich. Ich bin für Grusel unwahrscheinlich empfänglich. Mhm. Auch bei hellem Tageslicht grusel ich mich total bei solchen Spielen. Und es gibt Leute, denen macht das einfach überhaupt gar nichts. Also denen ist sowas von egal. Die finden das so langweilig. Die Spiele, wo ich irgendwie da sitze und irgendwie in meine Faust beiße, denken, mein Gott, da passiert doch stundenlang überhaupt gar nichts. Und bei mir reicht es schon, wenn die Atmosphäre und der Sound da ist und etwas passieren könnte. Ja, und ich das nicht weiß. Also, ja, das Unbekannte ist am gruseligsten, ne, oder? Absolut. Mhm. Manchmal spickel ich sogar bei einigen Spielen, weil ich es einfach nicht aus eigener Kraft schaffe, weiterzumachen, weil ich etwas erwarte und ich weiß nicht, ob diese Erwartung erfüllt wird. Und selbst wenn ich dann weiß, dass da was kommt, habe ich dann Angst. Also, ein Spiel, was ich zum Beispiel sehr, sehr unheimlich fand, was super schön gemacht ist, eine ganz hervorragende Soundkulisse hat. Also, kann man an der Stelle nur empfehlen. Toll gemacht vom Entwickler. Krillbyte hat das gemacht. Und die, das war Among the Sleep. Hm. Among the Sleep ist eigentlich ziemlich kindlich und comichaft gehalten. Man spielt ein Kleinkind nachts.
Und das läuft nachts durchs Haus und hat viele unheimliche Begegnungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich fand das super gruselig. Das im Dunkeln mit ordentlichem Sound. Ich habe mich so oft irgendwie... Boah, furchtbar. Und du hast da so einen kleinen Teddy und wenn du den drückst, dann leuchtet der halt, um dir Sicherheit zu geben irgendwie. Und ich bin nur mit dem leuchtenden Teddy durch die Gegend gelaufen, so, ne? Und andere Leute sagen, aber... Nee, ich nicht. Ich habe das ja als erstes gespielt. Ich fand das auch ziemlich gruselig. Mega. Ja. Das ist echt gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja, wie erzeugt man das? Durch Sound haben wir gesagt, ne? Gruselige Elemente, aber auch durch die Beleuchtung. Ja. Ne? Und geh nachts nicht in den Wald. Da kommt der Shadow Beast, ne? Mhm. Der Schattenläufer und frisst dich. Ist schon gruselig. Mhm. So. War früher auch gruselig. Das hat mit Beleuchtung zu tun. Das hat damit zu tun, dass es dunkel wird, dass man irgendwie nicht weit gucken kann und solche Dinge. Mhm. Und es gibt halt Spiele, die machen es mit einer amerikanischen Nacht. Wie damals in den Karl-May-Filmen, ja. Dass man das Ganze eigentlich bei Sonnenschein abdreht, ne? Und dann macht man es halt so dunkel, als wäre es irgendwie der Mondschein. So, ne? Ja. Dann kann man auf jeden Fall genug sehen. So. Aber es gibt auch Spiele, da ist stockduster und da musst du eine Taschenlampe benutzen. Mhm. Ja. Dann flackert das Ding auch. Dann flackert das Ding auch noch irgendwie und dann siehst du halt irgendwie so die Partikel vor deiner Nase, ne? Und du kannst nicht weit gucken und so. Was findet ihr denn jetzt cooler bei einem Rollenspiel, bei einem Open-World-Rollenspiel? Wenn man tatsächlich nicht weit sehen kann oder wenn es richtig dunkel ist oder wenn man sagt, ach nee, das ist ja eigentlich kein Element für ein Open-World-Rollenspiel. Dieser Gruselfaktor ist zwar okay, aber irgendwie stört es mich dann doch. Dann will ich doch lieber, dass es taghell ist. Das ist die Orientierung, ne? Ja. Ich möchte lieber die Orientierung zugunsten. Und selbst, dass ich jetzt so gefragt habe, glaube ich, habe ich schon die Menschen da draußen beeinflusst mit der Fragestellung. Mhm. So, ne? Weil, na klar ist Grusel super. So, aber wenn man es dann spielt, ist es dann elementares Element auch das Spiel selber. So, das ist dann hat man halt dieses Element da drin. So, ne, dass man nachts halt, dass es gruselig wird. Mhm. So. Und das ist ja auch nicht der einzige Faktor. Also Orientierung ist ja auch ein ganz starker Faktor. Wenn ich meine Orientierung verlieren kann und ich möchte zum Beispiel irgendwie irgendwo hin und ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen Teleporter gefunden oder sowas in der Art und möchte gerne hierhin zurück, um weiter zu exploren, kann aber gerade nicht genug sehen und ich wünsche mir den Tag. Das ist dann eine Situation, wo sowas vielleicht auch nerven kann und ich das nicht möchte. Und der Payoff wäre dann aber halt auch dieses, ich habe diese gruselige Situation vielleicht auch nicht. Ne? Und dann ist das wieder so eine Sache. Spannend. Absolut. Ja, und vor allem, was ihr dazu sagt, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Denn das ist schon... kein unwesentlicher Faktor, sage ich jetzt mal, ob man jetzt solche Schockelemente oder solche Gruselklamotten einbaut. Es gab viele Meldungen für Margolot. Ja, mhm. Bei Risen 3 haben wir so eine große Boss-Spinne eingebaut. Mhm. Ja, und es gab Leute, die fanden das so gruselig. Ja, die haben gesagt, das kann ich nicht spielen. So, verstehe ich auch, weil die ist echt ziemlich gut gemacht. Mhm. Ja. Und da war einer von uns sehr, ne, der Christopher Lerch hat das Ding gebaut, zusammen mit dem Timo Hilger. Die haben da echt einen guten Job gemacht. Mhm. So, ne? Das Ding, das sieht einfach ekelhaft aus. So, ne? Und es ist sehr, sehr spooky. Und das ist natürlich so eine Sache. Findet man das gut? Möchte man das gerne? Mhm. Ja? Ist das irgendwie ein wichtiges Element von so einem Open-World-Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel, Science-Fiction-Rollenspiel? Braucht man das? Wie wichtig ist das? Was für einen Stellenwert nimmt das ein? Das ist nicht so einfach, ne? Wie viel möchte man davon? Und vor allem ist es nicht zu verwechseln mit Splatter, ja? Ja, absolut. Mit Sachen, die jetzt mit USK zu tun haben und mit PG oder so, also mit Altersfreigabe, sondern... Ne, da geht's ja auch darum, für welche miesen Sachen, bösartigen Dinge kriegst du Punkte, ne? Und dir wird beigebracht, wenn du böse bist, dann ist das gut, so, ja? Oder hat damit zu tun, dass man unschuldige Leute, die sich nicht wehren können, irgendwie zusammenschießen oder prügeln kann. Oder es hat damit zu tun, dass
dass man Körperteile abtrennen kann und so weiter. Zumindest diese Sparte der Gewalt und Verherrlichung und so weiter. Ne? Das hat dann mit der Altersfreigabe zu tun. So, aber nicht, ob es gruselig ist oder nicht. Das ist richtig. Also Gore ist auch eigentlich nie so richtig meins gewesen. Mhm. Andere mögen das gerne. Ne? Ja. Und etwas kann unwahrscheinlich brutal sein, aber überhaupt nicht gruselig und umgekehrt. Ja. Also muss man immer gucken, was bietet die Situation jetzt. Ich fand zum Beispiel immer schön, wenn solche Faktoren etwas gruselig machen, weil sie etwas ankündigen. Zum Beispiel eine Blutspur irgendwo kann gruselig sein, obwohl eigentlich noch nichts passiert. Ne? Das heißt, es ist ein weiteres Element irgendwie, dass der Grusel sich ankündigt. Und dann hältst du einfach die Spannung. Und am Ende kannst du halt etwas offenbaren oder auch nicht. Ja, also das ist sehr unterschiedlich, wie man sowas machen kann. Und Blut ist normalerweise auch ein Faktor für die USK. Ja, wie blutig ist denn das Spiel? Absolut. Aber nicht zwingend auch für den Gruselfaktor. Kommt dazu auch noch die Wahl der Gegner, die man hat. Die können entweder herausfordernd sein oder auch gruselig. Mhm. Na, Zombies, Ghule sind gruselig. Spinnen sind gruselig. Solche Dinge, ja. Das heißt, die können schon irgendwie so Ekelgefühle und so auslösen, alleine nur, weil sie da sind, so. Ja, ich finde Kakerlaken total widerlich, so, wenn die auf einen zugekrabbelt kommen, überhaupt Insekten, das ganze Insektenzeug, so, das finde ich ganz schlimm, so, ja. Aber dazu weiß ich nicht, das kommt auch durch meine Kindheit vielleicht, weil mir beigebracht wurde, irgendwie, die Spinne oder sowas, ne? Keine Ahnung, Sozialisation ist das irgendwie, ne? Oder? Auch, aber es ist ja im Allgemeinen so, dass wenn etwas fremdartig erscheint, das schon irgendwie so eine Abwehr auslöst, ne? Und ich meine, bei uns ist halt wenig fremdartiger uns selbst gegenüber als so ein Insekt. Wenn du das dann auch noch in Lebensgröße hast, dann ist das schon. In Lebensgröße. Ja. Ja, wenn das so groß ist wie ich. Also die Spinnen bei Skyrim, weißt du, wenn er dann da rein muss und der Typ, der hilft mir, so, weißt du, und dann rennst du dann da rein, so, boah, das ist schon ekelhaft. Mhm. So, ja, das ist schon gruselig. Das ist gruselig, genau. Und so ein Zombie auch, also wenn du sehr gut in diesem Spiel mit diesem Uncanny Valley, ich erkenne mich daran wieder, aber irgendwie ist es falsch, es ist schräg, es ist tot, es ist entstellt, dann kann es sein, dass es so Gruselgefühle auslöst. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur albern ist. Ne? Je nachdem, wie das gemacht ist. Es ist auch so ein Ding, weil albern, ne? Obwohl, bei Grusel albern, ja. Schwierig, ne? Gibt's auch. Gab auch so Spiele, ne? Wo man so irgendwelche verzerrten Gesichter hatte, so, wo einer so in die Kamera guckt, wisst genau, welche Spiele ich meine. So, da denkt man sich so, das hätten sie ja sparen können. Das sieht irgendwie doof aus. Ja, solche Dinge, ja, das darf man dann auch nicht machen. Mhm. Schon bist du wieder raus. Und schon bist du wieder raus, so ein bisschen, ne? Und fängst an zu lachen vielleicht noch oder irgendwie, ja, ich weiß ja, was gemeint ist, aber irgendwie ist es nicht so cool. Uncanny Valley ist da ein gute Mechanik dafür, ne? Mhm. Und ja, gut, also Insekten, wie gesagt, damit kann man mich jagen. Mhm. Na, das ist so mein Ding. Ne? Untote, na gut, okay, ich mag gerne Skelette, finde ich super, ne? Mannequins. Und das gruselt mich gar nicht mehr so, ne? Aber so Insekten immer noch, ne? Das ist ganz schlimm. Und Insidious und die Conjuring-Filmreihen, so, ne, können wir auf jeden Fall empfehlen. Die sind sehr, sehr gruselig. Mhm. Ja. Aber gut gemacht. Aber super gemacht. Ja. Ja, also was ich noch mit, also mein Ding hat auch ein bisschen was mit dem Zeitpunkt zu tun. Gruseligsten Film fand ich war aus meiner Sicht The Ring. Da bin ich damals überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich fand's nicht so schlimm. Ja, siehst du? Und heutzutage würde ich sagen, The Horror of Hill House. Ja. Das fand ich richtig groß. Für diese Art Grusel bin ich total empfindlich. Eine Serie, ne? Eine Serie, ja. Aber richtig gut gemacht. Ja, ist gut gemacht, stimmt. Mhm. Cool. Gut, Schluss mit Grusel. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja, ich guck schon, ne? Hier steht so ein paar schöne Frage, wie viele Zauberwürfel besitzt ihr eigentlich? Und jetzt denke ich mir, Mensch, warum hast du die von unten nicht noch mit hochgenommen? Also wir haben zwei, unten noch zwei, eins, zwei, drei, also ich sehe hier vier, unten sind nochmal zwei, sechs, ja. Ja, wir haben, irgendwann haben wir uns überlegt, wollen wir gerne
Zauberwürfel lösen können. Mhm, na? Stimmt. Und das können wir auch. Ja, haben wir uns das mal beigebracht. Aber das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Ich müsste es auch mal wieder ausprobieren, ob das funktioniert. Ich kann es nicht mehr. Ich müsste mir das wieder neu beibringen. Ja, ne? Das ist, ja, konnten wir mal. So. Echt. Die sind auch alle unterschiedlich, ne? Also das hier ist zum Beispiel so ein 4x4 Würfel, ne? Und das hier ist so der Klassiker. Das ist dieser, ne, 3x3. Und die lassen sich alle unterschiedlich lösen. Unten haben wir noch so eine Kinderwürfel-Variante. Die ist dann so klein, die lässt sich gut lösen. Und macht Spaß ab und zu. Ab und zu. Gut, hoffentlich beantwortet das die Frage. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ich sag nicht mehr hin, ne? Was hat der nochmal? Du nimmst ja auch gleich den schwersten. Ja, wieso denn den schwersten? Weil er so durcheinander ist oder was? Oder? Weil man sich das einfach merken muss. Weil man es merken muss. Ja.